Hallöchen, meine lieben Zuschauer, zu einer neuen Folge von So gut wird. Heute schauen wir uns Justin Deal vom 1. FC Köln an. Ich muss sagen, ich habe von ihm noch nicht so viel gehört, aber ist vor kurzem erst gesehen, dass er eingewechselt wurde. Ich glaube, jetzt in der Rückrunde oder weiß gerade gar nicht, wann genau. Ich glaube, beim 7:1 gegen Bremen. Erstmal Respekt an das Ergebnis. Das soll ein Riesentalent sein, welches ja auf einer Stufe mit Florian Wirtz oder Youssoufa Moukoko gehandelt wird. Es ist schon ein krasser Spieler, muss man sagen. Wo ich jetzt schon ein bisschen gehypt bin, was aus ihm in echt wird. Hier im Spiel sieht man, ist er auch talentiert, aber noch nicht auf diesem Niveau. Trotzdem hat er schon sehr, sehr gute Fähigkeiten, in meinen Augen, mit seinen 17 Jahren. Man sieht, die Hauptpositionen sind auf dem Flügel. Dafür ist er in meinen Augen ein bisschen zu langsam, aber natürlich kann das noch sehr, sehr schnell steigen, zumal der Antritt auch ganz gut ist. Also kann er sich hoffentlich sehr stark auf die Schnelligkeit fokussieren. Er hat einen guten Abschluss, ist nervenstark, auch ohne Ball gut, also kann man ihn auch gut vorne einsetzen, in meinen Augen. Zwar nicht als richtige Spitze, weil er ein bisschen zu klein ist, oder auch dahinter, also zum Beispiel als Schattenstürmer, also als Spielmacher eher weniger, weil der wenig Passspiel hat und wenig Flair. Dafür ist seine Übersicht ganz gut, hat eine gute Technik, kann gut dribbeln, also was ihn auch wieder eher zu einem Flügelspieler macht. Ja, trifft gute Entscheidungen. Ja, auch kräftig ist einigermaßen dafür, dass er so klein ist. Mit 1,70. Für Fußballer natürlich ist klein. Ja, man muss sagen, ordentlicher Spieler, wo ich jetzt noch nicht so ganz sicher wäre, ob ich ihn kaufen sollte. Vor allem nicht für diese Summe. 1,2 bis 3,5 Mille. Ja, da wäre es ein bisschen zwiegespalten. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie der mit 27 Jahren aussehen wird. Ich hoffe, dass aus ihm ganz guter wird, weil dann würde sich das auf jeden Fall lohnen, ihn zu holen. Justin Deal spielt immer noch beim 1. FC Köln, beziehungsweise wieder, wie ich sehe, generiert auch ganz gute Ablösung, also da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Aber man sieht, die ganz große Karriere ist ihm verwehrt geblieben. Er konnte sich immerhin im Schnitt um 1,26 Punkte verbessern, besonders im physischen Bereich. Beweglichkeiten 4 Punkte, was natürlich krass ist. Er ist sogar noch um 3 cm gewachsen, auch interessant noch. Er wurde immerhin noch ein bisschen schneller, der Antritt auch um 2 Punkte. Ist jetzt nicht der Flügelflitzer, deswegen ja, ein bisschen zwiegespalten, wo ich ihn genau einsetze. Aber sehr spannend auch, dass sein Flair um 4 Punkte gestiegen ist. Das sieht man auch selten, finde ich. Die Nervenstärke und ohne Ball auch um 3 bzw. 2 Punkte, die weiten Einwürfe um 4. Also, das ist, glaube ich, mit Abstand der große Rekord hier. Hat er jetzt einfach, keine Ahnung, jahrelang weiter Einwürfe gelernt? Und wenn ja, warum? Und dafür andere Sachen vernachlässigt oder wie? Na gut. Ja, die Weitschüsse wurden um 2 Punkte besser. Er kann etwas besser dribbeln um 2 Punkte. Auch Flanken besser. Also, dann doch wieder ein besserer Flügelspieler. Und ja, so summa summarum würde ich ihn dann schon eher auf den Flügel sehen. Zwar nicht so richtig krass, aber ja, der Marktwert ist trotzdem ein bisschen gestiegen auf bis zu 12,5 Millionen. Bis so, ne? Das denkt man nicht, dass sie so viel haben wollen, je nachdem, wie lange der Vertrag dann am Ende dauert. Wird hier noch 3 Jahre. Ja, mal gucken. Ja, er ist schon Bundesligaspieler, aber eher so unteres Niveau, oberes Niveau, zweite Liga, sieht man auch. In der ersten Liga wird er häufig auch mal eingewechselt, fast nur, wenn ich es gerade sehe. Hier war der Stammspieler in Paderborn, auch mal in der zweiten Liga Stammspieler. Ja, der ist so ein Zwischenspieler zwischen der ersten und zweiten Liga. Trotzdem seht ihr es ja, wie gesagt, ganz gut. Er generiert gute Summen und wenn er am Anfang wirklich für so wenig Geld zu kriegen ist, dann lohnt es sich trotzdem wirtschaftlicher Natur. Und wer weiß, ich habe es ja gerade gesagt, er hat die Walde Einwürfe um 4 Punkte verbessert. Ja, vielleicht gab es da einen Fokus, der mir sich nicht so ganz erschließt, also im Training. Dann würde ich den Fokus vielleicht woanders hinsetzen, vielleicht ihn schneller zu machen, ja, oder andere Fähigkeiten. Deswegen glaube ich, ihn kann man besser entwickeln, aber jetzt nicht richtig krass. Trotzdem ein Spieler, den man im Auge behalten kann. Man sollte auf jeden Fall gucken, ob er sich vielleicht bei einem besser entwickelt. Gerade auch, was ist gerade sehr, sehr wichtig, dass er dribbelt gerne durch die Mitte. Er ist ein Flügelspieler, der gerne in die Mitte geht und dann durchdribbelt. Das wiederum macht ihn dann schon interessanter, weil er auch einen guten Abschluss hat. Auch gute Weitschüsse. Er könnte praktisch immer hier so schön rein in die Mitte und dann abschließen. Auch ein interessanter Spielertyp, das auf jeden Fall. Aber jetzt nicht das große Talent. Trotzdem, nur Justin Deal. In echt wird er bestimmt, hoffe ich, wünsche ich ihm auf jeden Fall, besserer Spieler. Und ich denke mal auch vielleicht im Winter-Update, dass er hier im FM besser sein wird. Also spätestens dann solltet ihr ihn auf jeden Fall im Auge behalten. So, das war's dann mit der heutigen Folge. Morgen geht's dann weiter mit Ilaix Moriba vom FC Valencia. Gehört aber natürlich eigentlich RB Leipzig, ein 19-jähriger Mittelfeldspieler. Ja, die meisten von euch werden ihn auch kennen im FM. Der ist unfassbar stark für seine 19 Jahre, also wirklich. Ich würde ihn selbst zum Beispiel beim BVB vielleicht sogar von Anfang an spielen lassen, weil der einfach so krass ist. Also schaut ihn euch auf jeden Fall an. Vielleicht wird er ja noch viel besser, dann wird er auf jeden Fall schon ein OP-Spieler. Und ja, macht's gut. Vergiss nicht, in den Kommentaren immer gerne Spielervorschläge zu machen. Maximal Alter 22, ihr wisst ja. Und ja, bis morgen um 13 Uhr. Ciao, tschüss, euer Dento.